So, das Ergebnis der heutigen Recycling-Aktion. Ich habe mir eine neue Waage gekauft, eine neue Personenwaage, die aber die alte kaputt war. Und ich habe einiges dabei rausgeholt. Ich werde es nicht einfach nur wegschmeißen. Das war die alte Platine. Ein paar einfache Federn. Ein Display, neu kosten 15 Euro. Ein kleiner Schalter, Prozessor 5 Euro, zwei hochwertige Kondensatoren, Stückwert 2 Euro, zwei Universaltransistoren, Stückwert 1 Euro, die übrigen Transistoren vielleicht 1 Euro, ein paar Z-Dioden nochmal 1 Euro, ein Widerstand nochmal 1 Euro, hier mehrere Widerstände zusammen gesehen vielleicht 1 Euro wert, hier nochmal 1 Euro. 1 Euro, ein IC, das eine ist ein Universalverstärker, das andere ist ein Schalter, soweit ich weiß. Und natürlich die Waag-Elektronik, die kostet etwa 15 bis 25 Euro, das kann ich nicht genau sagen. Das heißt Elektronik, das ist ein Dehnungsmessstreifen, der an einem Träger angebracht ist, was üblicherweise in einer Waage ist, aus Aluminium ist der Träger und darunter ist der Dehnungsmessstreifen. Drei Pins. Ich weiß nicht genau, wie man den ansteuert, das werde ich noch rauskriegen. Ja, also insgesamt eine halbe Stunde Arbeit und etwa 40 Euro gespart, die ich bei Konrad ausgeben müsste und dazu noch einen Haufen Zinn. Gut, das war die heutige Recycling-Aktion. Dieser kleine Prozessor hier ist übrigens ein, wie man jetzt sieht, ein 8847 E7. Die ganze Waage kommt wohl so aus den 90ern und der Prozessor wird wohl veraltet sein. Ich nehme an, das ist so ein typischer Arduino-like Prozessor, allerdings ich habe dafür keinen Compiler, also kann ich den nicht groß verwenden.